Die Anzüge im folgenden Video wurden zur Verfügung gestellt von Hasbro. Jo zusammen, mein Name ist Red. Ihr stellt euch bestimmt, genauso wie ich, jeden Tag die gleiche Frage. Wie läuft das Leben eines Power Rangers so ab? Gut, im Grundansatz sind wir nicht anders als du und ich. Außer, dass wir wirklich geile Anzüge tragen und darin wirklich sexy drin aussehen und ab und zu so dem einen oder anderen Bösewicht so richtig einzeln hintertreten. Aber im Großen und Ganzen sind wir nicht anders als ihr auch. Aber seht einfach selbst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr irgendwie was richtig Krasses erwartet, aber eigentlich beginnt jeder Morgen wie jeder andere auch. Und zwar in den Armen meiner wunderbaren Frau Pink. Ja, es ist Pink. Nein, nicht die Sängerin Pink, sondern Pink aus unserem Team. Hier, ihr wisst schon, der Pteranodon. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr irgendwas Spektakuläres erwartet habt, aber schlafen tue ich wie jeder andere auch. Außer, dass ich einen wirklich sexy, geilen Anzug dabei trage. Ja, und danach? Ja, danach fängt mein Tag eigentlich genauso an wie jeder andere auch. Ich stehe erstmal auf, gehe gemütlich ins Badezimmer und mache mich halt frisch. Ja, was man eben so macht. Aber der Tag beginnt dann eigentlich erst so richtig geil, wenn die Freunde einen anrufen. Denn dann geht die Party so richtig ab. Red on. Green ruft mich an. What's up? What's up? Ja. Nö, ich hab heute eigentlich nichts vor. Nö, ich wollte mit Pink eigentlich noch einen schönen Vormittag verbringen. Ja, du weißt schon, hier und da. Genau. Ja, genau, du verstehst mich. Richtig. Ja, 10 Minuten bei mir. Alles klar, bin dabei. Kommen und greift den Planeten an. Verbinde uns mit 5 aufrichtigen und tapferen Menschenkindern. Ja, und bis die Jungs kommen, kann man seinen Tag eigentlich produktiv nutzen. Oh, ich glaube, das sind die Jungs. Ah. Was geht? Ja, na, grüß dich. Na. Black, schön dich zu sehen. Was? Komm rein, wir haben gerade nichts so Richtiges gemacht. So, okay. Perfekt. Ja, was geht sonst so bei euch? Oh, nicht viel. Eigentlich das Übliche, morgens aufstehen. Durch die Straßen ziehen, weißt du. Und was habt ihr so Schönes getrieben? Pärchensachen. Mal. Das war toll. Das war wunderschön, Warte. Genießen wir zusammen den Ausblick. Bitte, teil nicht alles mit unseren Freunden. Na gut. Wir sind ein Team. Basketball? Klar, immer doch. Basketball! Auf! Okay. Und jetzt mal eine Frage. Wie stellt ihr euch die Power Ranger beim Basketball vor? Denkt ihr, wir sind irgendwie krass wie Michael Jordan? Nee, seht einfach selbst. Ich bin ein kompletter Arsch, die Bullenstück. Bulldozer! Oh,
Naja, und wenn es beim Basketball mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann treiben wir uns gerne gegenseitig an. Ihr versteht? Antreiben? Ich einfach hin. Mir würden wir zuschauen schon schlecht. Okay. Kam weh. Boah, da kam die Füße an, da hättest du fast die Beine gebrochen. Richtig hart in die Stange gepresst. Lass mich halt ausdrehen. Oh Gott, wenn ich liege, ist nicht so schlimm, aber wenn ich hochkomme, ist es schlimmer. Ich ist gerade Monster. Ich dachte, du hast kein Problem damit. Ja, mit Übelkeit, aber nicht mit Schwindel. Ich kann ja nicht verstehen. Das ist also trotzdem ein Problem. Warte. Ja, das war absolut langsam. Los, mein Assi. Du musst auch selber strampeln. Nicht schnell. Ich mach das nicht ganz gerade. War gar nicht hoch genug. Warte, nee. So, kannst du nicht runterfallen. Ich fand die Landung super. Ja. Wo soll ich meine Beine eigentlich hin tun? An die Seite los. Komm, pack mal fucken was. Halt dich! We got a problem, sir. Nein, nicht ziehen! Nein! Ah! Ja. Oh, Scheiße! Das ist ja toll! So, und was machen Power Ranger, wenn sie sich genug ausgepowert haben? Ja, auch wir müssen Social Media präsent sein, denn kein guter Superheld heutzutage ist nicht auf Social Media. Deshalb braucht man auch ein paar gute TikToks. Ja, an dieser Stelle würde es jetzt einfach Sinn machen, wenn ich mal euch Social Media vorstelle. Average-man-yt ist mein Instagram und mein TikTok. Ja, und auf Twitch findet ihr mich unter the-average-man-. Und ja, eigentlich seid ihr nur wegen dem TikTok hier, oder? Ja, ich könnte euch jetzt auf TikTok einfach gehen lassen. Oder ich zeige euch einfach das Endresultat hier. Ja, und leider kann ich euch den TikTok nicht in voller Pracht zeigen. Copyright und so. Deshalb müsst ihr, wenn ihr den mit der geilen Musik zusammen hören wollt, leider bei mir bei TikTok abchecken. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wie ich da heiße. Also, das sollte kein großer Umweg sein. Was denkt ihr eigentlich, wie Power Rangers nach einem anstrengenden Tag runterkommen? Natürlich mit einem kalten Bad. Oleg, ey. Ich will doch nicht schwimmen, Alter. Ja, und ihr könnt jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, sehen Power Rangers in ihren Anzügen noch sexy aus, wenn sie nass sind? Ich fand, wir waren schon vorher sexy, aber das überschreitet alle Grenzen. Naja, und am Ende des Tages endet jeder Tag wie der Tag davor, indem ich einfach kaputt nach Hause komme und dann komplett fertig den Weg ins Bett suche. Jetzt mal im Ernst, habt ihr gedacht, wir sind irgendwie anders als ihr? Nö, wir sind einfach ein paar Typen in Kostümen. Ab und zu kämpfen wir dann auch mal richtig geil, aber das passt nicht in den normalen Tagesablauf rein. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. So, schauen wir mal, was es für Neuigkeiten gibt. Power Ranger terrorisieren Bonn. Das fühle ich. Warte. Was? Power Ranger aus einer anderen Dimension in Köln aufgetaucht? Da kann nur einer dahinter stecken. Geh ran, geh ran, geh ran. André! Team Comics 86, ich wusste, dass du dahinter steckst. Du bist für das mysteriöse Power Ranger-Auftreten in Köln verantwortlich. Ich werde mein ganzes Team zusammenholen und dann werden wir euch in eure dicken Power Ranger-Hintern treten. Da kannst du dir sicher sein.